Seit 150 Jahren hat sich die Lebenserwartung verdoppelt. Schlechter oder zu wenig Schlaf spielt eine ganz, ganz, ganz große Rolle. Und jetzt wird es noch schicker. Richtige Ernährung bringt 10 Jahre. Und da sind wir wieder. Live und in Farbe, rund und bunt und bei Sonnenschein. Hier aus Mölln sind wir für Sie da. Altern ist unser Thema. Es geht weniger darum, wenn wir jetzt schon Alterserscheinungen haben. Also wenn wir jetzt sagen, mein Gedächtnis hat wahnsinnig nachgelassen, ich bin ja aber auch schon 80. Oder die Gelenke wollen nicht mehr so, ich bin ja auch schon 95. Dann kann man die natürlich auch behandeln. Das ist aber heute gar nicht zentral, das Thema. Sondern es geht eher darum, zu verstehen, warum altern wir überhaupt? Gibt es irgendein Lebewesen auf der Welt, was nicht altert? Nein, gibt es nicht. Jedes biologische System hat ein vorprogrammiertes Ende. Und dieses Ende ist abhängig davon, wie wichtig dieses biologische System für die Evolution ist, für das Leben an sich ist. Und da haben wir als Homo sapiens Riesenglück. Wir sind sehr wichtig, offensichtlich. Wir sind ja auch das höchst entwickelte Wesen der Welt. Das heißt, wir haben eine relativ lange vorprogrammierte Lebenszeit. Ob wir die aber auch am Ende erreichen oder nicht, das werden wir heute auch klären und welche Faktoren dagegen sprechen. Wann beginnt das Alter? Und Sie werden sich wundern, wie früh das Altern beginnt und somit auch, wie früh wir schon damit beginnen sollten, diesen Prozess möglichst lange hinauszuzögern. Wir werden sehen, wie der Stand der wissenschaftlichen Forschung ist. Diese biomedizinische Forschung ist derzeit geradezu ein Hype. Es gibt immer neue Erkenntnisse, die den Alterungsprozess an sich erklären. Aber da muss ich Sie enttäuschen, wenn Sie das gehofft hatten. Die eine Pille, die man täglich einnimmt und man altert nicht mehr, und ist auch mit 150, auch optisch noch so wie mit 20, gibt es noch nicht. Aber die Wissenschaft ist wirklich nahe dran. Wir haben dennoch heute schon Möglichkeiten, diesen Prozess wirklich zu beeinflussen. Und um die wird es gehen. Die werde ich Ihnen zeigen und ich werde Ihnen auch zeigen, wie Sie diese Möglichkeiten möglichst gezielt einsetzen und nicht so mit dem Gießkannensystem. Diese biologischen Reparaturmechanismen sind uns eigen. Jedes Lebewesen hat im Gegensatz zum Beispiel zu einem Gegenstand wie ein Auto oder ein Haus, das irgendwann, wenn es älter ist, einfach automatisch verfällt, haben biologische Wesen, biologische Systeme auch eigene Reparaturmechanismen. Und um die geht's, dass wir diese erkennen und gezielt unterstützen. Am besten machen wir das, indem wir Laborparameter zu Rate ziehen, also immer sehen, dieser Patient, der vor uns ist, wo steht der? Wo steht er in seiner Lebenszeit ungefähr? Dann haben wir einmal das biologische Alter, aber auch das Alter, was in den Zellen programmiert ist, kommt das hin? Oder hat er schon Anzeichen von Degeneration in jungen Jahren? Dann alle Mann Achtung, müssen wir sehr genau gucken, woran liegt es? Also welche Laborparameter machen hier jetzt Sinn und wie kann ich hier schon früh therapieren? Ich habe Ihnen eine Patientin mitgebracht, bei der das genau so abgelaufen ist. Die besten Methoden gegen das Altern werden wir uns heute angucken. Das ist auch eine Lifestyle-Veränderung, ohne Frage. Die Ernährung spielt eine Riesenrolle. Und wenn Sie jetzt so leicht die Augen rollen und sagen, auch schon wieder die Ernährung, naja, Sie werden sich wundern. Diese Art der Ernährung, die das Altern vermeiden soll, ist schon noch eine andere. Dann haben wir den Anti-Aging-Lifestyle und wir haben eben die kausalen Therapiemöglichkeiten. So, strammes Programm, wie gesagt. Ich bin immer noch, für diejenigen, die mich nicht kennen, einmal sei es gesagt, Dagmar Prassler, Heilpraktikerin, ursprünglich aus Hamburg, jetzt seit fast 4 Jahren hier in Mölln, am Möllner See. Ich weiß nicht, ob Sie den im Hintergrund ein bisschen erkennen können. Ich beschäftige mich mit Ernährungstherapien, mit nutritiver Medizin, mit orthomolekularer Medizin, mit dem Mikrobiom, also in
gewisser Weise mit unserem Darm und sein Leben, das uns ja von innen und außen steuert. Indikationsschwerpunkte hatte ich schon erzählt. Chronisch degenerative Erkrankungen sind nicht mehr Erkrankungen des Alters, sondern es gibt auch, wie Sie gleich sehen werden, sehr junge Patienten, die schon mit degenerativen Veränderungen in die Praxis kommen. Wir haben stressinduzierte Erkrankungen, muss ich Ihnen jetzt nicht erklären, gerade die Zeit, in der wir uns hier immer noch befinden, ist natürlich ein Riesenstressfaktor. Einige können es gut wegstecken, andere nicht so. Und wir haben die Immunerkrankungen. Ich kann das gerne umschreiben mit Umwelterkrankungen, Zivilisationserkrankungen und natürlich Mitochondriopathien. Sowohl den geerbten, das ist ja meistens maternal, also von der Mutter geerbt, als auch den erworbenen, und das sind mit Abstand die meisten. Jetzt kommen wir zu dieser Frage, ist Altern eine Krankheit? Und wenn Altern eine Krankheit ist, kann man diese dann heilen? Fragezeichen. Und die nächste Frage, ist es entscheidend, wie alt wir werden? Oder spielt es nicht auch eine Riesenrolle, wie wir alt werden? Und wie ich eingangs schon sagte, das Beste wäre es doch, wir werden sehr alt und wir werden sehr, sehr vital und gesund sehr alt. Und darum soll es gehen. Das ist die nahe Zukunft und zum Teil eben auch schon jetzt die Gegenwart. Es gibt verschiedene Sichtweisen auf diesen Alterungsprozess. Die eine Fraktion sagt, Altern ist ein schleichendes, genetisch bedingtes Versagen von Organen und Funktionen. Mit anderen Worten, Schicksal, kann man nichts machen. Die anderen sagen genau das, was ich eben auch schon erklärte, Altern ist eine Krankheit. Und jede Krankheit kann man diagnostizieren und therapieren. Wir werden am Ende dieser 3 Stunden ein Gefühl dafür bekommen, wo die Reise hingeht. Welche Aussage vielleicht die ist, die uns am meisten entspricht. Seit 150 Jahren hat sich die Lebenserwartung verdoppelt. Das hat natürlich auch damit zu tun, oder in der Hauptsache damit zu tun, dass die medizinische Forschung so stark voranschreitet, dass wir immer mehr Medikamente gegen altersbedingte Erkrankungen haben, zum Beispiel gegen Bluthochdruck, der sonst im Herzinfarkt endet, zum Beispiel. Und gleichzeitig haben wir aber eine höhere Belastung der Umwelt. Das heißt, der Körper ist auch immer weiteren und größeren Stressoren ausgesetzt. Im Moment ist es noch so, dass die Medizin, also der medizinische Fortschritt hier überwiegt. Alle 4 Jahre leben wir ungefähr 1 Jahr länger. Und im Moment ist das schon so, dass jede Generation, die geboren wird, im Schnitt 7,5 Jahre länger lebt als die vorangegangene. Das ist nur ein Durchschnittswert. Wovon dieser abhängt, werde ich Ihnen heute noch ausführlich erklären. Wir können in 50 Jahren im Schnitt, das heißt unter normalen Umständen, 120 Jahre alt werden. Das sagt die Forschung voraus. Dass wir auch jetzt bereits so alt werden können, zeigt eben dieses Beispiel einer französischen Schwester, einer Äbtin, die gerade ihren 117. Geburtstag gefeiert hat und total gesund ist, eine Corona-Infektion durchgemacht hat und dasteht wie ein Bollwerk. Also es geht auch heute schon. Nur diese Schwester ist die Ausnahme. Und es geht eben darum, in 50 Jahren soll es die Regel sein, 120 Jahre und älter zu werden. Biologische Systeme, wie ich eben schon sagte, können sich selber reparieren. Also das heißt, ihrem eigenen Verfall entgegenwirken. Sie können auf äußere Belastung dynamisch reagieren und sie können sich schützen und Schäden reparieren. Das geht aber immer unter Energieaufwand und so auch unter Energieverbrauch. Eine ganz große Rolle spielen dabei zum einen die Alterungsgene, aber versus eben auch die Langlebigkeitsgene. Wir haben beide in unseren Körpern, in unseren Zellen. Eine große Rolle spielt dabei die sogenannte Epigenetik, auf die ich heute auch noch eingehe, und die sogenannte Stressresilienz. Die Stressresilienz ist die Fähigkeit,
eines biologischen Systems selbst nach einer starken Deformierung wieder in die eigentliche ursprüngliche Form zurückzufinden. Also wenn Sie so einen Gummiball zerquetschen und ihn loslassen, dann wird er wieder seine runde Form haben. Das heißt, man sieht ihm das Gequetschte nicht an. Unser Körper, unsere Körperzellen sind darauf angelegt, genauso zu reagieren. Wieder ihre eigene Form, ihre alte Form zu finden und wiederherzustellen, auch nach der Belastung mit Stressoren. Das ist endlich, ne? Dieser Prozess ist endlich, aber wie wir den verlängern können, werden wir sehen. So, der Alterungsprozess wird vorangetrieben durch äußere Einflüsse. Diese äußeren Einflüsse beginnen bereits im Mutterleib, also noch bevor das eigentliche Leben beginnt, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, das Leben beginnt mit der Geburt und nicht vorher. Auch darüber gibt es ja Diskussionen. Über die Ernährung der Mutter gibt es bereits Einflüsse auf das Ungeborene und es beginnt bereits ganz langsam dieser Alterungsprozess. Er nimmt nochmal Fahrt auf, wie ich es hier auch geschrieben habe, mit der Geburt. Jetzt ist es entscheidend, haben wir eine vaginale Geburt oder eine Sektio. Und wir haben ein Leben lang sogenannte Negativfaktoren und die spielen eine Riesenrolle. An erster Stelle steht die Ernährung. Die vielleicht gut gemeinte, aber dennoch falsche Ernährung. Schadstoffe in der Nahrung, die wir immer haben. Selbst bei biologischer Nahrung haben wir immer noch Schadstoffe, das lässt sich gar nicht vermeiden. Dann ist da psychische, physische und körperliche Stress. Wir haben den oxidativen Stress, den nitrosativen Stress, erkläre ich heute noch. Schlechter oder zu wenig Schlaf spielt eine ganz, ganz, ganz große Rolle. Im Übrigen auch beim Gewicht. Je mehr wir schlafen, desto weniger wiegen wir. Abnutzung. Schlichte Abnutzung, zum Beispiel der Gelenke, der Knochen etc., des Sehnerves. Krankheiten spielen natürlich eine ganz, ganz große Rolle. Medikamente, die dann gerade für diese Krankheiten gegeben werden müssen. Noxen, also Gifte, Gifte auch in Medikamenten. Strahlung. Klar, einmal die Sonnenstrahlung spielt eine große Rolle, gerade was die Oxidation betrifft, aber auch andere Strahlung, ja, auch WLAN und so weiter und so fort. So, wie altern wir? Das Drehbuch des Lebens, das habe ich Ihnen hier einmal zusammengetragen und Sie werden sich wundern, wie jung wir bereits beginnen zu altern. Augen. Mit 15 Jahren beginnt schon die Sehfähigkeit allmählich sich wieder zu verabschieden. Da sind wir gerade ausgewachsen. Mit 40 nimmt die Sehfähigkeit nochmal rapide ab. Aber der erste Schritt ist bereits mit 15. Ohren. Nicht hören oder nicht hören wollen hat mit 20 seinen Beginn. Und ab ca. 60 Jahren kann sich eine sogenannte Altersschwerhörigkeit bemerkbar machen. Vielleicht auf die Eltern, die Lehrer nicht hören wollen, ist das eine, aber das wirklich das Hörvermögen schwindet in der Tat. Kaum 20 geworden, fängt auch die Lunge mit ihrer Kapazität schon an, sich allmählich zu verabschieden. Das Luftvolumen verringert sich. Davon abhängig ist ja auch die Sauerstoffsättigung im Blut. Reproduktionsorgane fangen mit 25 bereits an, sich langsam zu verabschieden. Zwischen 25 und 30 ist der beste Zeitpunkt, um schwanger zu werden. Der Körper ist ja auch darauf gepolt, wenn er nicht mehr schwanger werden kann, darf er ruhig alt werden. Ein bisschen egoistische Haltung, aber auch da können wir gegensteuern. Haut und Haare. Mit 35 zeigt sich, dass Melanin knapp wird. Das heißt, unsere Haare werden grau. Der Feuchtigkeitsgehalt, dieser Booster in der Haut lässt auch nach. Und die ersten Falten und Fältchen sind da und auch nicht mehr wegzureduzieren. Was natürlich furchtbar gemein ist mit 35. So, ab 30 verabschieden sich schon allmählich Knochen und Gelenke. Und mit 80 Jahren haben wir nur noch die Hälfte der Knochensubstanz. Deswegen ist ja auch so ein Oberschenkelhalsbruch, eine Oberschenkelhalsfraktur im Alter relativ häufig in jungen Jahren eher nicht.
Mit 65 hat man 10 Kilogramm weniger Muskelmasse als mit 25. Und trotzdem wiegen wir meistens mehr. Schon mit 50 geht es los, dass wir mehr wiegen, obwohl wir doch das gleiche essen wie vorher. Der Stoffwechsel lässt nämlich auch nach. Und da kommen wir jetzt gleich drauf. Mit 40 lagert der Körper mehr Fett ein. Der Grundumsatz lässt nach. Das bedeutet, wir essen das gleiche wie vorher. Wir bewegen uns vielleicht ein kleines bisschen weniger, aber trotzdem nehmen wir jährlich zu. Das ist natürlich fatal, weil das summiert sich ganz schön. Und die Nieren, last but not least, 50 Jahre filtern sie anstandslos alles und auch dann lassen die Nieren nach. Das heißt, wir müssen bereits früh, also mit 40, 45 anfangen, explizit auch die Nieren zu unterstützen. Brennnesseltee zum Beispiel und so weiter. Also Sie sehen, dieser Alterungsprozess ist nichts, was mit 85 beginnt, sondern sehr viel früher. Und wir sollten sehr viel früher diagnostizieren, wo ist dieser Mensch in seinem Alterungsprozess und was können wir an dieser Stelle früh schon tun, um diesen Prozess zu verlangsamen. Wir können unterscheiden zwischen primären Altern, also dem physiologischen Altern. Das sind die zellulären Alterungsprozesse unter der Abwesenheit von Krankheiten, also der normale Alterungsprozess, der vorprogrammierte Verfall, wenn man so will. Die maximale Lebenszeit des Menschen beträgt schon jetzt 120 Jahre. Das ist nicht die durchschnittliche Zeit, von der ich vorhin sprach, sondern die bereits die maximale Zeit. So rum ist es jetzt richtig. Aber die wenigsten Menschen werden heute 120 Jahre. Und nur 6% sterben ausschließlich altersbedingt, also im hohen Alter. Die anderen sterben an Krankheiten. Und dann haben wir das sekundäre Altern und das hängt eben sehr ab von unserem Lebensstil, von Krankheiten, Bewegungsmangel und den äußeren Einflüssen, den Umwelteinflüssen, den Umwelterkrankungen letzten Endes. Deshalb die Anamnese, die Sie in der Praxis mit Sicherheit durchführen, ist ganz wichtig, sie auch in die Generation der Patientin, des Patienten mit hineinzubeziehen. Also das heißt, fragen Sie auch nicht nur nach den Eltern, das machen die meisten ja sowieso, fragen Sie nach den Großeltern, vielleicht nach den Urgroßeltern. Wie alt sind die geworden? Gab es dort schon Krankheiten? Wann begann zum Beispiel die Arteriosklerose oder wann begann bereits der Knochenschwund oder wann begann bereits die Sehfähigkeit nachzulassen? Wann begann bereits die Arthrose bei den Eltern, bei den Großeltern, bei den Urgroßeltern? Das ist dann ein genetisches Fund, wenn man so will, was dieser Patient geerbt hat. So, und hier habe ich einmal Mara. Mara, typisch 27, Raucherin, BMI 29, trinkt auch gerne mal ein Glas Sekt. Trinkt eigentlich täglich mindestens 1-2 Gläser Sekt und 1-2 Gläser Alkohol. Rotwein kommt auch noch dazu. Rotwein ist ja gesund, sagt sie. Aber das ist genau der Punkt, wenn man so eine Anamnese hat und dann raucht und auch nur mäßig, aber täglich Alkohol trinkt, hat das auf diesen Körper eine andere Auswirkung, als wenn ich eine andere genetische Disposition von der Familie mitbekommen hätte. Das muss man einfach unterscheiden. Bei ihr ist es so, häufige Infektionen, die Harnwegsinfektion, Angina, Sinusitis. Sie hatte einmal eine schwere Colitis, war damit im Krankenhaus. Sie hatte einmal eine Nierenbeckenentzündung, war damit im Krankenhaus. Sie hat bereits jetzt Gelenkschmerzen, das mag auch an ihrem Gewicht liegen. Sie hat massive Konzentrationsstörung, was nicht alterskonform ist. Sie fühlt sich abgeschlagen, sie hat eine ausgeprägte Regelstörung, also eine Dysmenorrhoe und sie hat bereits eine Depression. Das ist schon keine Stimmungsschwankung mehr, sondern sie hat schon ja, eine sehr depressive Verstimmung, den Beginn einer klassischen Depression. So, die Anamnese hat ergeben, die Mutter hatte bereits mit 40 eine Arthritis, eine Arteriosklerose, eine Osteoporose, auch eine Depression und Achtung, eine Nahtoderfahrung durch einen schweren Unfall. Diese Art von Traumata werden vererbt.
gibt eine ganze Reihe von Studien, auch wieder durchgeführt an den armen Mäusen, die im Übrigen im Schnitt ungefähr 2-3 Jahre alt werden. Wenn sie als Hausmaus leben können, werden sie etwas älter. Auch da macht es Sinn, wenn man in einem Haus lebt und nicht in der Wildnis. Aber bei diesen Mäusen hatte man einige mit einem bestimmten Duft konditioniert und hat ihnen dann furchtbarerweise Schmerzen zugefügt durch kleine Stromschläge. Das hatte ich beim letzten Mal auch schon so erklärt. Und die Generationen später haben sofort mit massivem Stress und Schrecken reagiert, wenn man sie mit dem gleichen Duftstoff, diesen Duftstoff ausgesetzt hat, ohne dass sie auch Schmerzen bekamen. Also alleine dieser Duftstoff hat ausgereicht, um die Füße zurückzuziehen, um sich zurückzuziehen und Angst zu entwickeln. Also das heißt, Traumata sind in unseren Genen eingelagert, sind vererbt. Und somit ist eine Nahtoderfahrung der Mutter mit Sicherheit auch hier mit bedeutend für die frühe Entwicklung einer Depression. So, der Vater mit 50, Makuladegeneration, auch die Atherosklerose, Bluthochdruck, die nicht-alkoholische Fettleber. Also beide hatten relativ früh bereits degenerative Erkrankungen, genau wie die Patientin ja auch. Die Großeltern mütterlicherseits haben dann nochmal ordentlich eins draufgesetzt. Beide Diabetes Typ 2, der Großvater gestorben mit 65, das war nicht alt. Und die Großeltern väterlicherseits, Großvater Prostatakrebs gestorben mit 70 und die Großmutter hatte Brustkrebs entwickelt und mit 65 Jahren Suizid begangen. Das ist eine Last für diese Patientin und unter dieser Last leidet sie, das ist ganz offensichtlich. Also wir haben hier den Verdacht auf einer Silent Inflammation, auf einer grundentzündlichen Situation im Körper, den Verdacht auf eine Insulinsensitivitätsstörung aufgrund auch des hohen BMI, aber auch dem Diabetes in der Familienanamnese. Eine erbliche Degeneration, die hier früh beginnt. Wir haben das geerbte Trauma, die geerbte oder geerbt und erworbene durch Rauchen und so weiter, Mitochondriopathie. Und wir haben hier sehr wahrscheinlich auch einen nitrosativen und oxidativen Stress. Das ist Mara und jetzt wollen wir sehen, wie wir Mara am besten einmal diagnostizieren und behandeln können. Wie im Labor heißt CRP als der klassische Entzündungsmarker, die proinflammatorischen Zytokine noch dazu, zeige ich Ihnen alles. Tryptophan, Kynurenin-Ratio, ein ganz wichtiger Parameter, der noch nicht ganz so bekannt ist, zeige ich Ihnen auch. Glutathionstoffwechsel, der Blutzuckerstatus hier natürlich. Lipidoxidation, das oxidierte LDL, ganz wichtig, um eben eine Atherosklerose vorzubeugen. Der Mikronährstoff- und Vitaminstatus und die Mikrobiomanalyse. Jetzt ist es natürlich so, dass wir am Baukastensystem vorgehen können. Wir können anfangen mit den ersten zwei Parametern und vielleicht mit dem letzten und können, nachdem wie da die Ergebnisse sind, andere Parameter hinzuziehen. Und sie braucht dringend eine Lebensstilveränderung. Also das heißt einmal auch mehr Lebensmut, also auch ein Ziel vor Augen, das sie erreichen kann, eben mit der Hilfe, zum Beispiel mit meiner Hilfe, mit der Hilfe durch Psychologen. Und sie braucht hier auch die Entscheidung, welchen Weg gehe ich. Gehe ich hin zu einer gesunden Ernährung, zu einem gesunden Lebensstil oder eher nicht. 12 Jahre weniger, wer Übergewicht ansammelt, wer raucht und trinkt, verkürzt sein Leben bereits um 12 Jahre. Unabhängig davon, ob noch Krankheiten dazu kommen. Die Lebenszeit des Menschen ist wie ein Stempel in seine Gene eingeprägt. Das ist diese bekannte Lebensuhr von Stephen Horvath. Ich nehme mal an, dass Sie von ihm schon gehört haben. Er heißt eigentlich Stefan und kommt aus Mainz. Und Sie werden auch gleich sehen, dass er deutsche Wurzeln hat. Die Lebenszeit eines Menschen ist wie ein Stempel in seine Gene eingeprägt. Und zwar sowohl die Lebenszeit, die er bereits gelebt hat, als auch die,
die er noch leben wird. Die Howard-Uhr basiert auf der Epigenetik. Das heißt ja nichts anderes als auf die Einflüsse von außen, die auf die Zelle wirken und die einen Einfluss eben auch darauf haben, wie die genetische Information abgelesen und umgesetzt wird. Das ist der Faktor. Die Epigenetik verändert nicht die genetische Information der DNA an sich, sondern sie verändert das Zellverhalten. Die Zelle liest ab, liest ihre genetische Information ab, daran sieht sie, was sie zu tun hat. Und das ist ein Prozess, den wir durchaus durch äußere Einflüsse, also auch durch Supplements, aber eben auch durch die Ernährung, durch die Bewegung, durch Schlaf und so weiter beeinflussen können. Und in der Tat ist es so, dass noch nicht das eine Molekül dafür verantwortlich gemacht werden kann. Aber es gibt eine ganze Reihe von Langlebigkeitsfaktoren, die ich gleich auch noch vorstellen werde. Nicht? Altern die Zellen, verändert sich das Muster der epigenetischen Marker und anhand dieser Musterveränderung kann man ablesen, wie alt eigentlich dieser Mensch aufgrund seiner zellulären Uhr ist und wie viele Jahre er eigentlich noch hat. Gucken wir uns das nochmal genauer an. Was sagt zum Beispiel Elizabeth Blackburn? Dieser enge Zusammenhang deutet darauf hin, dass etwas sehr Unveränderliches in unseren Zellen sein muss. Und zwar etwas sehr Unveränderliches in allen Zellen von allen Menschen. Da unterscheidet sich auch ein Afrikaner nicht von einem Dänen zum Beispiel. Also das heißt, diese unveränderlichen Marker in der Zelle sind bei allen Menschen gleich. Wir haben alle einen Bestandteil, der überall, wie gesagt, gleich ist. Und jetzt könnten wir natürlich philosophisch werden und sagen, wir wussten es doch schon lange, gerade wir Heilpraktiker und Heilpraktikerinnen, dass wir eigentlich alle eins sind. Ja, vielleicht ist es so. Elizabeth Blackburn arbeitet an der gleichen Universität in San Francisco wie Stephen Howard. Und sie hatte den Medizin-Nobelpreis mit zwei Kollegen noch 2009 bekommen für die Entdeckung der sogenannten Telomere. Auch da gehe ich natürlich noch drauf ein. Telomere haben Sie, glaube ich, oder haben viele von Ihnen schon gehört. Was ist das und wie können wir diese beeinflussen? Hier nochmal eine ganz interessante Studie auch an Zwillingen. Eineiige Zwillinge kommen doch mit genau dem gleichen Erbgut auf die Welt. Und trotzdem leben sie völlig unterschiedliche Leben. In dem Moment, wo die äußeren Einflüsse beginnen, sich auszuwirken auf den Einzelnen, verarbeitet jede Zelle diese äußeren Einflüsse anders. Und so entwickeln sich aus einem und dem gleichen selben Erbgut zwei völlig unterschiedliche Leben. Das ist die sogenannte Epigenetik. Und insofern basiert Howards Uhr eben genau auch auf diesen Mechanismen. Das heißt, es gibt chemische und strukturelle Veränderungen am Erbgut, aber die beeinflussen nicht die Abfolge der DNA-Bausteine, sondern sie bestimmen, wie die Gene gelesen werden. Aber die Gene selber werden nicht verändert. Aber das, finde ich, ist eine sehr gute Nachricht, wenn man da mal ein bisschen drüber nachdenkt. Das heißt nämlich, dass wir auch bei genetischen Vererbungen, von einer genetischen Last, die wir aus der Familie geerbt haben, durchaus in der Lage sind, hier Veränderungen vorzunehmen im Positiven. Wir müssen die Krankheit, die wir geerbt haben, nicht unbedingt bekommen. Finde ich eine ganz, ganz wichtige Aussage. Es hat aber auch was mit der Psyche zu tun. Sich einfach freimachen davon und zu sagen, ich versuche jetzt alles, diese Krankheit nicht zu bekommen. So, ein paar Zahlen. Der Mensch besteht aus 100 Billionen Zellen. Wenn wir die alle aneinander reihen würden, würden die 60 Mal um die Erde passen. Das ist eine ganze Menge. Diese differieren in 250 Zelltypen. Bei einem durchschnittlichen erwachsenen Menschen sterben in jeder Sekunde 50 Millionen Zellen ab. Das heißt aber auch, dass sich hier jede Menge Zellschrott ansammelt. Wo bleiben denn diese abgestorbenen Zellen? Und dieser Zellschrott ist das, was unseren Alterungsprozess massiv nach vorne treibt.
20 Milliarden Nervenzellen haben wir im Gehirn. Da könnte man ja sagen, och, das reicht ja im Augenblick. Ja, aber 100.000 gehen täglich unwiederbringlich verloren. Also unser Gehirn, unser normales Gehirn, wird immer kleiner, zumindest in seiner inneren Ausstattung. 8% des menschlichen Genoms stammen mittlerweile von Viren. Also Viren müssen sich ja auch unserer DNA bedienen, müssen sich ja der Zelle bedienen, weil sie keine eigenen Stoffwechsel haben. Und somit haben sie eben auch unsere Zellen nachhaltig verändert. Ich möchte jetzt nicht weiter auf den mRNA-Impfstoff eingehen. Ich glaube, da kann sich jeder selber seine Gedanken zu machen. 90% unserer Zellen stammen von Bakterien ab, wie wir auch später noch sehen werden. 90%. Also wir sind, was ich immer gerne sage, innen und außen ein Misthaufen auf zwei Beinen oder eine wandelnde Biotonne. Wir bestehen aus Viren, Bakterien, Pilzen und so weiter. So, jetzt kommen Sie die biochemischen Langlebigkeitsfaktoren. Das sind solche Zungenbrecher wie mTOR und im Zusammenspiel mit AMPK, aktivierter Proteinkinase, FAD, auf die gehe ich noch ein, keine Sorge, das werden Sie am Ende dieser Veranstaltung alles verstehen. Wir haben die Sirtuine als ganz wichtige Enzyme. In jeder Zelle, in jedem Lebewesen haben wir diese Enzyme, die wichtig sind für sämtliche Zellaktivitäten. Wir haben die sogenannten Telomere und wir haben den Nukleofaktor Kappa B, FAD, NF Kappa B. Als nicht unbedingt Langlebigkeitsfaktor, aber als ein Faktor, der die Langlebigkeit beeinflusst. Und jetzt schauen wir, was wir noch haben. Die Bewegung. 90 Minuten Ausdauertraining pro Woche. Und damit meine ich nicht, sich dermaßen auszupowern, dass man kaum noch Luft bekommt und Sterne sieht, sondern wirklich ein moderates Ausdauertraining. 90 Minuten in der Woche bringen 5 Jahre. Nee, gar nicht wahr, 3 Jahre. Habe ich wieder übertrieben, 3 Jahre. So, aber ausreichend Schlaf, mindestens 6 Stunden die Nacht, und das ist ja nun wirklich leicht zu erledigen, bringt 5 Jahre. Und jetzt wird es noch schicker. Richtige Ernährung bringt 10 Jahre. 10 Jahre. Und einen großen Einfluss hat auch unsere psychische Konstitution. Sind wir ein positiv denkender Mensch oder nicht? Ist das Glas halb leer oder halb voll? Das hat sich jetzt in der Wissenschaft noch nicht dargestellt, runterrechnen lassen, wie viele Jahre das dann bringt, aber das bringt einiges. Aber selbst wenn wir das außen vor lassen, sind wir hier schon bei 18 Jahren. So, und wenn Sie jetzt nochmal an meine Patientin denken, die durch Trinken und Rauchen und durch ihren ganzen Lebensstil und so weiter 12 Jahre verliert, wenn sie das nicht mehr tut, gewinnt sie dadurch 12 Jahre. Und wenn sie sich hier nachrichtet, gewinnt sie nochmal 18, das sind 30. Das ist doch ein Wort. Einfach nur, ohne irgendwas einzunehmen, 30 Jahre mehr. Und ich kann Ihnen sagen, es wird noch besser. Jetzt haben wir hier nochmal eine Aussage einer sehr bekannten Forscherin, nämlich Almuth Nebel von der Christian-Albrechts-Universität in Kiel, also gar nicht so weit entfernt von uns allen. Die sagt, unsere experimentellen Daten legen nahe, dass für unser heutiges Ernährungsverhalten, das eher durch ein zu viel als ein zu wenig geprägt ist, die jetzt nachgewiesenen Veränderungen im Langlebigkeitsgen ein Nachteil sein könnten. Also, wir haben nämlich ein ganz wichtiges Langlebigkeitsgen, das ist das FOX03A. Und das können wir ausschließlich über die Ernährung steuern. Wenn wir aber weiterhin täglich zu viel essen, wenn wir vor allen Dingen zu viel Zucker essen, wenn wir zu viel Kalorien in Form von Kohlenhydraten zu uns nehmen, aber auch in Form von bestimmten Eiweißen, dann werden wir dieses Langlebigkeitsgen weiterhin minimieren. Also aufhören zu essen. Ja, ganz so schlimm wird es nicht sein, aber so eine Kohlenhydrat- und Kalorienrestriktion wäre schon gut. Also, was wir mittlerweile wissen, ist, dass die Zellen miteinander kommunizieren und dass dieses
Kommunikationsnetz entscheidend dafür ist, wie gut die Körperzellen und somit natürlich auch unsere einzelnen Organe, aber auch Systeme wie das Immunsystem zum Beispiel oder das Herz-Kreislauf-System funktionieren. Die Zellen senden Signale und zwar an gleiche benachbarte Zellen, zum Beispiel eine Muskelzelle, an eine andere Muskelzelle, aber auch an Zellen außerhalb dieses Bereiches. Wenn diese Sendung nicht richtig funktioniert, fangen Zellen an, sich zu verändern. Diese Zellenkommunikationssignale sind biochemische Signale. Es sind Lichtsignale. Und jetzt kommt wieder Professor Popp, den kennen ja viele von Ihnen wahrscheinlich auch, mit seiner Biophotontheorie. Ja, er hat wahrscheinlich recht oder sehr wahrscheinlich hat er recht. Das heißt, diese ganze Zellkommunikation ist eine Abfolge von Lichtsignalen. Im Alter ist es so, dass die Zellen aber schwerhörig werden für diese Signale oder blind werden für diese Signale, je nachdem, wie man es will, und anfangen, sich zu verändern. Auch eine Krebszelle gehört natürlich mit dazu. Eine Krebszelle geht in die Autonomie. Das heißt, sie ist nicht mehr im Netz dieses Kommunikationsnetzes, Werkes, sondern sie hat sich rausgekoppelt, unterliegt also somit auch nicht mehr den Kontrollen der anderen Zellen und der anderen Zellsignale, sondern entwickelt eben diese Autonomie und fängt an, sich permanent zu teilen. Das ist die Entstehung, ganz kurz gefasst, von Krebs. Kommen wir nochmal zum Basiswissen, was die Proteine betrifft. Die sind nämlich ganz, ganz, ganz wichtig. Proteine sind sogenannte Makromoleküle auf Aminosäuren aufgebaut, das wissen wir ja mittlerweile. Die Aminosäurensequenz der Proteine ist in Form von Genen. Also Proteine sind letzten Endes unsere Gene in der DNA des Zellkerns kodiert. Sie sind ein ganz wichtiger Funktionsträger. Und wie wir gerade auch schon gehört haben, ist es so, dass wir unglaublich viele Proteine haben, die permanent gebaut und abgebaut werden. Also Proteine sind sehr, sehr wichtig. Sie sind unser Lebensgerüst und sie kontrollieren Wachstum und Differenzierung von Zellen. Also eben auch das Aussortieren von Krebszellen. Die molekularen Kennzeichen altersbedingter Erkrankung ist die Anhäufung sogenannter Senescenter-Zellen. Das sind Zellen, die halbtot sind. Das sind Zombie-Zellen. Das heißt, es ist eine Erschöpfung einmal der Stammzellreserve, aber das sind vor allen Dingen eben auch diese Zellen, die bei dem permanenten Aufbau und Umbau der Zellen einfach liegen geblieben sind. Das ist wie Bauschrott, so kann man sich das vorstellen. Das heißt, diese Zellen teilen sich nicht mehr, sie sind auch nicht mehr aktiv an dem ganzen Kommunikationswerk beteiligt, aber sie senden permanent noch Signale und diese Signale fördern Entzündung, diese Signale fördern Alterungsprozesse und diese Signale fördern natürlich auch Krankheiten. Das heißt, je mehr der Körper baut, je ungenauer er dann irgendwann baut, je mehr irgend sowas passiert, umso mehr schleichen sich natürlich auch Fehler ein, umso häufiger werden diese seneszenten Zellen auftreten und das ganze Gerüst durcheinander bringen. Wir kennen das eben von den Amyloid-Ablagerungen im Menschen im Gehirn bei Morbus Alzheimer. Das sind sogenannte Aggregate aus seneszenten Zellen und wir kennen es eben auch durch die Synuklein-Anhäufung von Zellen bei bestimmten Parkinson-Formen. Das ist eben genau das. Zombie-Zellen, halbtote Zellen, seneszente Zellen, übrig gebliebene Zellen haben keine positive Wirkung mehr auf den Körper, aber sind haben sich aus der sogenannten Apoptose herausgezogen, also aus dem programmierten Zelltod. Und darum geht es, je mehr wir von diesen Zombie-Zellen haben, umso kranker werden wir und umso schneller altern wir. So, es geht also nicht darum, permanent neue Zellen zu bilden und Zellen immer wieder aufzubauen. Das ist ein Aufbauprozess, der so lange funktionieren muss, bis wir erwachsen sind. 14, 15 sind. Ab dann geht es darum, die Zellen zu reparieren. Das heißt, Hemmung von Entzündungsprozessen,
Es gibt ja auch das sogenannte Entzündungsaltern, Hemmung der Oxidation und der sogenannten Glykation. Glykation ist eine Verzuckerung des Gewebes. Je mehr Zucker wir essen, desto mehr Zuckerstrukturen haben wir geradezu im Gewebe. HbA1c ist so ein Beispiel, das kennen wir alle, das verzuckerte Hämoglobin der Erythrozyten. Deswegen sagen wir, das ist der durchschnittliche Blutzuckerwert der letzten 3 Monate. Hier haben wir eine kristalline Form des Hämoglobins durch eine Verzuckerung. Normalerweise löst sich der Zucker vom Hämoglobin wieder, wenn Zucker im Körper gebraucht wird. Haben wir aber permanent zu viel Zucker, dann löst sich dieser Zucker nicht mehr, zum Beispiel nicht mehr vom Hämoglobin. Es kristallisiert sich und wir können eben hier den durchschnittlichen Blutzuckerwert messen. Das ist da ja ganz in Ordnung, aber im Gewebe und in bestimmten Zellen ist das einfach sehr schlecht, diese Glykation. Wir brauchen eine sogenannte unterkalorische Ernährung. Aber bevor Sie jetzt zusammenbrechen und sagen, oh Gott, das fehlt mir noch. Nein, es gibt auch andere Methoden. Es gibt auch andere Methoden. Wir brauchen eine tierproteinarme Ernährung. Und wir brauchen eine Ernährung, die reich an Polyphenolen ist, an Flavonoiden ist, an Resveratrol ist, zum Beispiel an OPC ist. Und wir sollten aufpassen und zuführen, am besten im Labor vorher testen, wie der Status ist, von Niacin, ganz, ganz wichtig, NAD, dann Coenzym Q10, aber nur in einer Form des Ubiquinons, die auch wirklich hoch bioverfügbar ist und dem Körper zur Verfügung stehen kann, da komme ich noch drauf. Selen, am besten als Selenoprotein, als Selenomethionin. Ich weiß, da gibt es unterschiedliche Ansichten, aber die Studien sind da ganz eindeutig, dass ein Selen, das die Aminosäure Methionin ersetzt, eine ganz andere enzymatische Wirkung hat, als zum Beispiel ein anorganisches Selen. Dann Vitamin D3 in Kombination mit K2, Omega-3-Fettsäuren, antientzündlich, ganz, ganz, ganz wichtig. Und der Pinus-Pinaster-Extrakt, auch bekannt als Pycnogenol. Das sind die wichtigsten Supplements, die wir uns zuführen sollten, beziehungsweise deren Gehalt wir testen sollten im Blut, soweit das möglich ist. So, es gibt noch, das hatten wir, genau, das jetzt nochmal, ne, als Erinnerung. Wenn wir das kombinieren, dann sind wir da. So. Unser Epigenom ist ein sogenanntes Zellgedächtnis und dieses Epigenom ist beeinflussbar, ganz klar, wie viele Studien gezeigt haben, durch eine dieser Substanzen, die ich eben genannt habe.